Genau, und ich wollte mal nicht den gleichen Hintergrund haben wie du. Okay, Das heißt, wir okay. unterscheiden uns heute leicht. Da habe ich mal einen etwas helleren, anderen Hintergrund Super, gewählt, super. den wir unter anderem auch für unser Freestocks-Angebot nutzen. Von daher passt das auch Das passt zum Thema. hervorragend. Also sehr gut. Also geht's dir gut? Alles in Ordnung? Alles prima. Vielen Alles Dank, dass ich prima, ja? dabei sein darf. Ich habe gehört, ihr habt ja schon heute eifrig über Saisonalitäten gesprochen, Unglaublich viel. insbesondere mit den zwei Experten Dr. Raimund Schrieck und auch mit dem Dimitri Spreck. Das sind ja wirklich Genau. zwei Experten, auch wenn es um Markteffekte geht. Und da möchten wir jetzt quasi, da möchte ich anschließen und möchte vielleicht im Speziellen auch nochmal auf den einen oder anderen Markteffekt zu sprechen kommen und dann aber auch insbesondere zeigen, wie man diese Markteffekte sehr einfach und auch kostengünstig dann als Privatanleger umsetzen kann. Weil das ist ja für viele Anleger dann auch eine Schwierigkeit. Man hat schon mal von Ja. Markteffekten gehört, man weiß, dass es sie gibt, aber wie soll man das dann wirklich auch in der Praxis umsetzen? Und das versuchen wir heute hier mal zu zeigen, wie einfach das letztendlich auch mit dem Investui-Service ist. Super, also dann erzählst du uns jetzt, warum man am Montag keine Aktien kaufen soll. Viel Spaß mit Rolandin. Alles klar, vielen Dank, Stefan. Ganz kurz, bevor wir dann in das eigentliche Thema einsteigen, der obligatorische Risikohinweis. Und dann gehen wir auch gleich weiter in der Präsentation mit dem Aufhänger des heutigen Tages, warum Sie am Montag keine Aktien handeln sollten. Bevor wir da im Speziellen auch auf diese und auch auf andere Strategien zum Sprechen kommen, ganz kurz allgemein zum Thema Markteffekte. Das Rad muss hier nicht neu erfunden werden, sondern diese kalenderbasierten Markteffekte oder Marktmuster, die faszinieren die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten. Stichwort Sell and May kennt wahrscheinlich jeder oder auch den Halloween-Effekt oder es gibt eine ganze Vielzahl von Markteffekten, die sicherlich allen Investoren und Anlegern bekannt sind oder die man zumindest einmal gehört hat. Diese Markteffekte, die faszinieren nicht nur Trader und Anleger, sondern eben auch die Wissenschaft. Das heißt, die sind wirklich wissenschaftlich wirklich belegt. Also Akademiker beschäftigen sich damit schon seit Jahrzehnten, sodass es ja, wirklich eine wissenschaftliche Evidenz auch für diese Markteffekte letztendlich gibt. Das heißt, diese Studien liefern dann statistische Beweise dafür. Und diese Markteffekte werden dann nicht nur von privaten Tradern oder Anlegern genutzt, sondern insbesondere im professionellen Bereich spielen die eine große Rolle. Dann auch zur Steigerung der Rendite werden diese Markteffekte eingesetzt. Also man kann das insbesondere nutzen, wenn man vielleicht ein langfristiges Long-Only-Portfolio hat, um dann gerade mit diesen kurzfristigen Markteffekten vielleicht auch seine Performance letztendlich zu verbessern. Und mit unserem Investui-Service ermöglichen wir es nun auch privaten Anlegern, einfach regelmäßig an diesem Handel von Markteffekten teilzunehmen. Und dann über diese taktischen Positionen könnte man es auch nennen, dann letztendlich das Gesamtportfolio ein Stück weit zu diversifizieren. Saisonale Effekte hier einmal im Vergleich einer langfristigen Studie. Da wurde untersucht, welche Strategien hier die stärksten Anzeichen für dauerhafte Überrenditen, also für eine Outperformance haben. Da wurden verschiedene Handelsansätze überprüft, unter anderem Trendfolge, Momentum, Value-Ansätze, Carry-Trades, Saisonalitäten und auch dann entsprechend dieses Betting against Beta, diese Low-Beta-Strategien. Und hier sieht man ganz deutlich, dass die Saisonalität hier einfach die größte Outperformance letztendlich liefert. Also das ist wirklich ein extrem langer Horizont, der dem Ganzen hier zugrunde gelegt worden ist für US-amerikanische und auch großbritannische Aktien. War hier der Datenhorizont seit 1800, für die französischen Aktien dann immerhin seit 1856 und für deutsche Aktien liegen hier Daten seit 1800. 70 vor und insgesamt wurden dabei 68 Instrumente aus verschiedenen, insgesamt aus vier Asset-Klassen, die man hier sieht, Aktien, Rohstoffe, Währung und Anleihen untersucht. Und man sieht einfach, die Saisonalität bietet hier einfach eine überproportionale Outperformance im Vergleich zu anderen Anlage- oder auch Trading-Strategien. Ja,
Welche Strategien gibt es? Es gibt natürlich verschiedene Zeithorizonte, die man hier auch betrachten kann. Es gibt Markteffekte oder Saisonalitäten, die treten nur einmal im Jahr auf, wie zum Beispiel dieser erwähnte Sell in May and Go Away Ansatz zum Beispiel. Dann gibt es Strategien, die quasi monatlich auftreten. Da kommen wir dann auch später drauf zu sprechen, zum Beispiel dieser Monatsende-Effekt oder auch Monatsultimo genannt, der dann einmal im Monat gehandelt wird. Dann gibt es eine Vielzahl von Strategien, die im Durchschnitt einmal die Woche auftreten. Da kommen wir gleich auch auf ein paar interessante Strategien zu sprechen. Und dann gibt es noch sehr kurzfristige Strategien, die dann wirklich täglich zu einer bestimmten Uhrzeit zum Beispiel auftreten, dass man auch, also auch sowas wie, dass die Volatilität im DAX zum Beispiel nach der Markteröffnung nach 9 Uhr zwischen 9 und 10 dann am höchsten ist, dass das die volatilste Handelsstunde ist, nennt man auch als, kann man auch als Saisonalität oder als Markteffekt bezeichnen. Und da auf Basis dessen kann man natürlich auch eine sehr kurzfristige Strategie letztendlich aufbauen, entwickeln und implementieren. Aber für den privaten Anleger, und darauf konzentrieren wir uns auch mit dem Investui-Service, sind in der Regel diese monatlichen und wöchentlichen Markteffekte am geeignet. Also diese Effekte, die im Durchschnitt einmal die Woche oder einmal im Monat auftreten, und die werden wir uns jetzt gleich auch näher anschauen. Ja, welche Vorteile haben kurzfristige Markteffekte? Zum einen die Wahrscheinlichkeit auf den statistischen Vorteil steigt. Es ist eine effektive Diversifikation zur Ergänzung, sage ich mal, von Buy-and-Hold-Strategien zum langfristigen Investmentportfolio. Es ist zudem, und das passt aktuell natürlich ins Thema, wo wir gerade wirklich eine sehr, sehr hohe Inflation haben, dass man einfach ein wirkungsvolles Mittel sucht gegen Inflation. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich hier im Euroraum immer noch die Negativzinsen. Das passt natürlich nicht so ganz zusammen, aber das kennen wir natürlich, die EZB ist mittlerweile immer noch nicht bereit, gegen die Inflation gegenzusteuern. Von daher befinden wir uns ja immer noch in der Phase negativer Zinsen. Es ist zu hoffen natürlich, dass das bald aufhört. Aber diese kurzfristigen Strategien sind auf jeden Fall ein wirkungsvolles Mittel, sowohl gegen Inflation als auch gegen Negativzinsen. Und je kürzer man in diesem Trade letztendlich positioniert ist, umso geringer ist auch das Risiko im Vergleich zu langfristigen Strategien. Da ist es natürlich so, dass man auch jederzeit dem Risiko ausgesetzt ist, dass irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, wie irgendwelche geopolitischen Risiken oder was auch immer. Das haben wir ja vor kurzem erst gesehen. Die wenigsten hätten wahrscheinlich mit einem Kriegsbeginn in der Ukraine gerechnet, aber als es dann soweit war, haben die Märkte ja auch erstmal sehr, sehr stark darauf reagiert. Aber das kann man eigentlich durch diese kurzen Trades sehr, sehr gut auch kompensieren. Also das Risiko ist einfach nicht so groß und man kann sogar, sage ich mal, Verluste durch diese Drawdowns, die man dann vielleicht hat im langfristigen Portfolio, dadurch sogar ausgleichen oder sogar mehr als ausgleichen. Der Drawdown ist damit auch kürzer als bei Dauerinvestments. Das haben wir jetzt auch schön gesehen, wenn man mal den Drawdown vergleicht, zum Beispiel den man in einem DAX hatte in diesem Jahr oder auch in den US-Märkten, in einem Nasdaq oder in einem S&P 500. Da habe ich auch für später noch eine Grafik vorbereitet, dass man das einfach sieht, dass wir mit diesem Investui-Ansatz hier einen wesentlich geringeren Drawdown hatten in dieser Krise oder auch während der Corona-Krise war es ähnlich als bei einem Dauerinvestment über ein ETF oder Ähnliches. Und das Kapital ist natürlich auch jederzeit kurzfristig verfügbar, weil es nicht in irgendeiner Form gebunden ist, wie man das vielleicht aus einem Investmentfonds oder aus anderen Produkten kennt. Ja, im Speziellen möchte ich jetzt auch starten mit diesem Montagseffekt, der ja auch, sage ich mal, titelgebend war für die heutige Präsentation. Und hier habe ich mal einen Screenshot mitgebracht aus einer wissenschaftlichen Studie von diesem NYU-Professor Aswad Damodaran. Und dieser hat wirklich hier eine Vielzahl an internationalen Aktienmärkten untersucht über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und zwar war das hier von 1927 bis 2001, also wirklich ein großer Datenhorizont, der hier berücksichtigt wurde. Und da wurde einfach geschaut, an welchem Wochentag ist letztendlich die Rendite, das heißt die Performance
am stärksten gewesen. Und hier sieht man einfach, der Montag ist mit Abstand der schwächste Tag und über diesen langen Zeitraum hier der einzig negative auch gewesen. Alle anderen vier Wochentage waren positiv. Von daher, das wäre jetzt schon mal ein erster Beleg dafür, hier am Montag, vielleicht nicht sofort am Montagmorgen hier Aktienpositionen groß zu eröffnen, vielleicht in europäischen Märkten, sondern vielleicht eher bis Montagabend oder sogar bis zum Dienstagvormittag zu warten. Und das Ganze habe ich jetzt durch aktuellere hier auch eigene Backtests mal ergänzt. Hier habe ich mal mir die Daten der letzten 10 Jahre im DAX Future angeschaut. Wie sieht es da aus mit der Performance pro Wochentag? Und da sieht man auch, die stärksten beiden Tage sind hier der Dienstag und der Mittwoch. Und das versucht dann eben auch diese Turnaround Tuesday-Strategie entsprechend umzusetzen. Die schauen wir uns im späteren Verlauf der Präsentation gleich noch näher an. Da wird dann einfach montags abends halt nach Kassa Schluss nach 17.30 Uhr eine Long-Position eröffnet und die wird dann erst am Mittwochvormittag glattgestellt vor Kassaeröffnung. Da versucht man einfach zweimal auch die Übernacht-Gaps gegebenenfalls mitzunehmen, die sehr häufig auch von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch auftreten, dann entsprechend auf der Long-Seite und dann wirklich diese sehr, sehr starke Performance am Dienstag hier entsprechend dann auch zu nutzen. Und diese Strategie handelt dann entsprechend auch im DAX bzw. im Mini-DAX Future oder auch im DAX CFD. Und das Ganze sieht man aber auch in vielen anderen Märkten. Also ich habe mir auch zum Beispiel mal den Euro-Stocks angeschaut, ein ähnliches Bild. Hier sieht man auch im Vergleich zum DAX, wo der Montag ja noch leicht positiv war, der Montag im Euro-Stocks 50 auch negativ und der Dienstag und Mittwoch dann auch die beiden stärksten Handelstage entsprechend der Woche. Ein ähnliches Bild auch in den US-Märkten, da ist es nicht ganz so stark ausgeprägt, da ist dann auch, das hängt insbesondere natürlich mit den etwas veränderten Handelszeiten zusammen, dass hier der Montag dann schon etwas stärker ist, weil einfach die Abendsession da noch mit reinspielt, aber die wird ja zum Beispiel bei dem Turnaround Tuesday dann auch schon genutzt, weil man eben um 17.30 Uhr einsteigt und die US-Märkte haben ja dann bis 22 Uhr geöffnet, das heißt, ein Stück weit dieser Performance nutzt man dann eben auch in diesem Turnaround Tuesday. Das gleiche zum Beispiel auch im marktbreiteren S&P 500, der ja die 500 größten US-Unternehmen enthält. Da sieht man auch dienstags wieder hier der stärkste Tag der Woche. Also das wäre so ein klassischer Markteffekt, ein wöchentlicher Markteffekt. Wir sehen aber später, der Turnaround Tuesday wird nicht jeden Montag gehandelt, sondern nur in einem schwachen Marktumfeld. Das hat auch noch ein paar fundamentale Gründe, auf die komme ich später noch zu sprechen. Dann gibt es noch weitere wöchentliche Markteffekte, die wir auch mit dem Investui-Service handeln. Das wäre hier zum Beispiel der Friday Gold Rush. Da zeigt sich noch ein etwas anderes Bild im Goldmarkt. Und das sieht man auch in anderen Edelmetallen. Ist mit Abstand der Freitag der stärkste Wochentag. Hier sieht man zum Beispiel in den letzten 10 Jahren alle Wochentage im Gold negativ. Und Freitag ist wirklich der einzige positive Wochentag. Von daher macht es dann auch Sinn, sich freitags long im Gold zu positionieren, beziehungsweise das Ganze dann schon donnerstags zu eröffnen und freitags abends vor Marktschluss die Position dann entsprechend zu schließen. Ein ähnliches Bild auch in anderen Metallen, wie zum Beispiel Silber, hier sieht man auch den Freitag als stärksten Tag der Woche, oder auch im Kupfermarkt, da ist es ähnlich stark ausgeprägt wie im Gold. Kommen wir jetzt als zweite Säule hier des Investui-Service auf den Monatsende-Effekt zu sprechen. Das ist ein Markteffekt oder eine Saisonalität, die einmal im Monat auftritt. Und hier sieht man das jetzt mal aufgeschlüsselt. Hier ist quasi der Monatswechsel und dann sieht man einfach die letzten und die ersten Handelstage eines Monats und das Ganze nach täglicher Rendite auch wieder aufgeschlüsselt. Und hier sieht man einfach, wenn man sich das anschaut, also von den 10 letzten und von den 10 ersten Handelstagen der Woche, dass sich einfach die größte Performance hier um den Monatswechsel letztendlich erzielt werden kann. Das heißt, hier sieht man innerhalb der letzten 2 bis 3 Handelstage vor dem Monatsende und dann in den ersten 4 bis 5 Handelstagen des neuen Monats wird einfach eine überproportional große Rendite
erzielt. Und dafür gibt es auch fundamentale Gründe, die kann man gerne schon mal anführen. Das hier ist jetzt die erste Studie, die einen Zeitraum von 1926 bis 1986 berücksichtigt. Dann habe ich noch eine etwas aktuellere, die dann quasi den Folgezeitraum von 1987 bis 2005 hier berücksichtigt. Und da sieht man, dass das Ganze sogar noch wesentlich stärker ausgeprägt ist, als es in der Vergangenheit war. Also das konzentriert sich noch viel mehr hier um den Monatswechsel. Was ist einer der Gründe dafür? Zum Beispiel ist es so, dass die meisten Fonds-Sparpläne zum Monatsultimo einfach eingezogen werden. Und da ist es einfach so, dass zum Monatswechsel dann einfach sehr, sehr viel Geld an der Seitenlinie steht, das investiert werden muss. Weil auch die institutionellen Anleger, die Fonds, die dürfen in der Regel nicht allzu viel des Anlagekapitals in Cash halten, sondern die sind dann quasi auch gezwungen, zum Monatsbeginn dann dieses Kapital auch wieder in die Aktienmärkte zu investieren. Das heißt, auf der Käuferseite haben wir eine Vielzahl an großen Marktteilnehmern, die sich entsprechend positionieren müssen und dann eben diese Aktienpositionen eröffnen auf der Long-Seite, und die führen einfach letztendlich dazu, dass die Märkte gerade um den Monatswechsel herum überproportional steigen im Vergleich zum Rest des Handelsmonats. Und ja, was sind die Schlüsselfaktoren für den dauerhaften Erfolg, wenn man Markteffekte wie die beiden genannten jetzt zum Beispiel handelt? Es macht aus meiner oder aus unserer Sicht auch wenig Sinn, sich nur auf einen Markteffekt zu konzentrieren, sondern die Diversifikation ist hier einer der Schlüssel für den Erfolg. Und darum haben wir uns entschieden, vier verschiedene Strategien zu handeln. Da ist der Friday Gold Rush mit dabei, der Pound Short, dann noch eine sehr, sehr kurzfristige Strategie, die im britischen Pfund gegen US-Dollar gehandelt wird. Das ist auch die einzige Strategie, die nur intraday gehandelt wird und die nicht über Nacht gehalten wird. Dann haben wir den eben angesprochenen Turnaround Tuesday und wir haben diesen Monatsende-Effekt. Und man hat dann nicht nur eine Diversifikation über vier Strategien, sondern auch über vier verschiedene Instrumente und damit auch natürlich über verschiedene Anlageklassen, also über drei Anlageklassen letztendlich. Man hat einen Rohstoff mit dabei mit Gold, man hat ein Währungspaar dabei mit dem britischen Pfund US-Dollar und man hat letztendlich zwei Indizes mit im Boot, mit dem DAX-Index und mit dem S&P 500. Der zweite, zu der Diversifikation vielleicht hier noch ein Chart, um das Ganze mal etwas anschaulich darzustellen. Hier sieht man diese vier Strategien in eine jeweils einzeln ausgewiesen als Bruttogewinn über die letzten 12 beziehungsweise knapp 13 Jahre. Da sieht man, dass jede der einzelnen Strategien da letztendlich auch beiträgt zum Erfolg. Als Gesamtes erzielt man dann diesen Portfolio-Effekt, nennt man es letztendlich. Also es entsteht ein geklettelter Portfolio-Effekt, weil es ist häufig so, wenn vielleicht mal eine Strategie schlecht performt, wie hier zum Beispiel die Goldstrategie Ende 2012 bis Mitte 2013, als Gold natürlich auch in einem enormen Abwärtstrend war, kann das sehr häufig durch die anderen Strategien dann auch aufgefangen und kompensiert werden. Und daraus, aus dieser Grund macht es Sinn, dann auch nicht nur sich auf eine Strategie zu fokussieren, sondern einfach aus diesen Diversifikationsgründen sich auf mehrere Strategien zu fokussieren. Und vier ist aus unserer Sicht eine gute Anzahl, die man dann auch handeln kann und die auch nicht zu vielen Trades letztendlich führt, was ja dann auch immer letztendlich wieder mit Orderkosten verbunden ist. Und so haben wir nur circa 2,3 bis 2,5 Trades pro Woche. Und das ist dann auch von der Kostenseite ein ganz gutes Verhältnis letztendlich zu der Rendite. Also leg nicht alle Eier in einen Korb, ist hier das Stichwort, warum hier entsprechend auch links hier die Eier abgebildet sind. Also der Osterhase, der jetzt auch in Kürze kommt, ist hier nicht der Grund, sondern einfach dann letztendlich das Sprichwort, was wahrscheinlich auch jeder kennt, leg nicht alle Eier in einen Korb. Der zweite Schlüsselfaktor für den dauerhaften Erfolg ist hier neben der Diversifikation, dass einfach letztendlich mehr Gewinner als Verlierer erzählt werden. Also die Trefferquote bei all diesen Strategien ist positiv.
Hier sieht man, die liegt zwischen 54 und 65%. Das heißt, dass man muss sich dessen auch bewusst sein, wenn man diese Markteffekte letztendlich handelt. Das ist jetzt auch kein heiliger Gral mit einer 90-prozentigen Trefferquote oder ähnliches, sondern wir befinden uns in dieser Region 54 bis 65%. Das heißt, es sind natürlich auch Verlierer mit dabei. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Aber das ist, denke ich, eine ganz vernünftige Trefferquote, um dann auch langfristig da zu einer vernünftigen Rendite zu kommen. Schauen wir uns die einzelnen Strategien noch mal im Detail etwas näher an. Und die Pound Shorter, wie gesagt, das ist eher ein Mikromuster. Da ist man nur sehr kurzfristig investiert. Und zwar von Dienstagmorgen wird eine Short-Position im britischen Pfund US-Dollar eröffnet um 7.45 Uhr und die wird dann nur bis zum frühen Nachmittag gehalten, bis um 14 Uhr unserer Zeit, dann wird sie wieder geschlossen, also tritt einmal wöchentlich auf und hat nur eine Haltedauer von circa 6 Stunden. Hier sieht man dann auch die Bruttorendite über die letzten Jahre, über mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt, seit Mitte 2009, und da wird immer die Bruttorendite auf Basis eines Futures-Kontraktes ausgewiesen, also in dem Fall hier ein GBP Future. Das zweite ist der Monatsende-Effekt, der wirklich Bestandteil vieler wissenschaftlicher Studien war. Da gibt es wirklich Studien, die sich auf mehr als ein Jahrhundert auch beziehen. Also, und da sind dann wirklich viele geopolitische Krisen, sogar 2 Weltkriege mit enthalten und so weiter in diesen akademischen Studien, weil wir bekommen auch wieder immer wieder die Frage, funktionieren diese Strategien auch in der Krise? Und da habe ich für später auch nochmal eine Folie vorbereitet. Ja, sowohl in der Corona-Krise 2020 haben diese Strategien letztendlich gut funktioniert im Jahr 2020 und auch jetzt während dieser Ukraine-Krise haben die Strategien wieder ihre Robustheit letztendlich unter Beweis gestellt. Der Monatsende-Effekt tritt, wie gesagt, einmal im Monat auf. Wir handeln die Strategie von 4 Werktagen im alten Monat. Da wird die Position eröffnet bis am Vormittag des 5. Werktages im neuen Handelsmonat. Das heißt, eine Dauer von knappen 9 Werktagen ist man letztendlich hier im S&P 500 long investiert. Und da sieht man wirklich, die hat insbesondere in den letzten Jahren extrem gut performt. Die war 2020 und auch 2021 jeweils mit die beste Strategie und hat zu sehr, sehr guten Ergebnissen hier geführt. Hier sieht man auch noch einen wesentlich längeren Backtest aus der Quelle Seasonex. Der Dimitri war ja auch heute Vormittag hier auch mit der Präsentation zu Gast. Das heißt, hier geht man wirklich zurück in den Daten bis 1928. Das kann man ja bei Seasonex auch sehr, sehr gut machen. Und da sieht man einfach als Vergleich den Turn of the Month, also diesen Monatsende-Effekt im Vergleich zum Rest des Monats. Dann sieht man wirklich, der Rest des Monats, da lohnt es sich wirklich über hier ein knappes Jahrhundert nicht investiert zu sein im Monat quasi, sondern wirklich nur um den Monatswechsel herum. Das heißt, das ist wirklich ein Effekt, der sowohl statistisch als auch ökonomisch signifikant ist und der zu jedem Portfolio durchaus mit dazugehört. Die dritte Strategie wäre dann eben der Turnaround Tuesday, mit dem man dann auch diesen Montagseffekt letztendlich umsetzen kann. Wir handeln den im Mini-DAX Future, beziehungsweise auch, wer es möchte, mit DAX CFDs. Also diese beiden Möglichkeiten hat man immer. Es wird, wenn es einen Alarm gibt, am Montagabend eine Long-Position eröffnet und die wird dann am Mittwochvormittag vor Markteröffnung, also vor der Kassamarkteröffnung, vor 9 Uhr wieder geschlossen. Diese Strategie tritt nicht immer auf, sondern nur in einem schwachen Marktumfeld. Das heißt, es wird geschaut auf Tagesbasis, befinden wir uns da ober- oder unterhalb von einem gleitenden Durchschnitt. Und wenn wir uns darunter befinden, dann wird entsprechend eine Long-Position hier auch eröffnet. Da können wir vielleicht noch etwas auf den Hintergrund schauen, warum funktioniert diese Strategie letztendlich, was sind da auch die fundamentalen Hintergründe. Und der Dienstag ist letztendlich der perfekte Tag für einen Stimmungsumschwung an der Börse.
Weil wenn die Kurse fallen, das heißt, wenn wir uns vielleicht auch in einem kurzen oder mittelfristigen Abwärtstrend bewegen, dann nehmen die institutionellen Annehmer, Teilnehmer bereits schon am Freitag sehr, sehr häufig Gewinne mit oder reduzieren zumindest ihre Long-Positionen und schaffen zudem natürlich auch vor dem Wochenende dann entsprechend die nötige Kasse für potenzielle Mittelabflüsse. Zudem möchte man sich natürlich auch nicht unnötigen Risiken über das Wochenende hinweg aussetzen und reduziert also einfach seine entsprechenden Long-Positionen. Die Privatanleger, die bekommen dann häufig erst mit, dass freitags vielleicht auch die Kurse gefallen sind und bekommen dann am Montag, könnte man sagen, so ein bisschen die kalte Füße. Und weil sie dann am Wochenende erfahren haben, dass die Börsen gefallen ist oder dass es irgendein Ereignis gab, das dazu geführt hat, dass es einfach eine gewisse Abwertung an den Börsen gibt. Und diese Privatanleger, dass die dann auch Positionen schließen oder Gewinne mitnehmen, wie auch immer. Das führt dann dazu, dass die sehr häufig montags die Kurse erstmal weiterfallen. Die fallen dann sehr häufig bis am Montagnachmittag oder am frühen Abend, weil dann beginnen einfach wieder Finanzinstitutionen, institutionelle Anleger Positionen aufzubauen. Und weil diese Panikverkäufe am Montag, die führen häufig dann auch zu, dass die Preise vielleicht schon recht weit gefallen sind. Und das sehen dann die Anleger auch als günstige Einstiegsmöglichkeit. Das heißt, Montagabend wird sehr häufig dann wieder long eingestiegen. Und das setzt sich dann über den Dienstag hinweg fort. Und das ist somit einer der Gründe, warum dienstags dann häufig der stärkste Tag der Woche ist. Es gibt auch viele prominente Beispiele für dieser Turnaround Tuesday sehr, sehr gut funktioniert hat. Als prominentestes Beispiel ist es natürlich dieser schwarze Montag, den wir am 20. Oktober 1987 hatten, als der Dow Jones um mehr als 20 Punkte an diesem Montag quasi gefallen ist und dann zunächst am Dienstag weitergefallen ist, aber dann am darauffolgenden Dienstag, am 21. Oktober 1987, gab es dann wirklich einen starken Rebound und damit wurde so ein bisschen auch die große Krise dann letztendlich abgewendet, weil ab diesem Tag letztendlich die Börsen wieder begannen zu steigen. Ein weiteres prominentes Beispiel hatten wir auch 1997, als es auch eine große Abwertung gab im Oktober. Das war um den 27. und 28. Oktober 1997. Und auch hier konnte man letztendlich an diesem Dienstag, an dem folgenden Dienstag, an diesem Turnaround Tuesday von der Panik im Markt profitieren. Und ab diesem Zeitpunkt sind die Börsen dann auch wieder letztendlich gestiegen. Und auch während der Corona-Krise hatten wir einen extrem guten Turnaround Tuesday, als dann auch die Panik sehr, sehr groß im Markt war. Also das war auch insbesondere hier der beste Turnaround Tuesday, den wir mit dem Investui-Service bisher gehandelt haben. Der war halt eben genau in diesem großen Abwärtstrend im März 2020, kurz nachdem einfach die Corona-Krise ausgebrochen ist, konnte man da an einem Dienstag einfach einen sehr, sehr großen Gewinn entsprechend mitnehmen. Das soweit hier zum Turnaround Tuesday und dann kommen wir noch zur vierten Strategie hier, dem Friday Gold Rush. Das ist entsprechend die Long-Position, die donnerstags nachmittags dann um 16 Uhr eröffnet wird und dann am Freitagabend um 21 Uhr hier glattgestellt wird. Also diese tritt auch regelmäßig auf, einmal pro Woche und hat dann eine Haltedauer über circa 1,5 Tage. Ja, und jetzt, um nochmal auf das Thema auch zurückzukommen, wie schlägt sich Investui und damit diese vier Markteffekte in Krisen oder auch in volatilen Zeiten? Hier sieht man das mal ein bisschen aufgeschlüsselt und da sieht man einfach auch den Vorteil der Diversifikation. Weil man sieht immer, trägt man eine andere Strategie auch überproportional zu entsprechenden Ergebnissen dabei. Seit 2010 hatten wir hier nur ein negatives Jahr, das war 2013, weil hier Gold einfach überdurchschnittlich negativ performt hat und damit auch die Friday Gold Rush Strategie. Und das konnte nicht ganz durch die anderen drei Strategien kompensiert werden. Ansonsten sieht man, ja, wenn eine Strategie Schwäche zeigt, übernimmt sehr häufig eine andere Strategie. Und es gibt andere Strategien wie diesen Pound Shorter, die dann einfach regelmäßig einen soliden, aber kleinen Beitrag jedes
ja hier entsprechend zu dem Gesamtresultat beitragen. Und jetzt hier mal ganz aktuell seit Beginn dieses Jahres im Vergleich, wie hat jetzt Investui oder auch die Märkte während jetzt der Ukraine-Krise hier performt? Also das sind ganz aktuelle Daten dann auch bis zum heutigen Tag. Hier sieht man, wir waren mit dem Konto, was jetzt auch wir haben ja immer Musterportfolios, da wird auch immer die Nettorendite ausgewiesen auf unserer Webseite. Also das ist jetzt wirklich die Investui-Nettorendite, die hier, da sieht man, wir waren da schon mal zu Beginn des Jahres relativ weit im Plus, aber dann kam ja hier Mitte, Ende Februar bis über den März hinweg dieser Ukraine-Konflikt. Und da gab es auch den ein oder anderen negativen Trade im Investui-Service. Aber hier sieht man bei weitem nicht so negativ, wie zum Beispiel der DAX oder der S&P 500 performt hat. Der DAX war ja zwischenzeitlich mal bei -20% und mit dem Investui-Service waren wir hier mal bei -2%, ansonsten immer im Plus gewesen. Und jetzt ganz aktuell stehen wir halt leicht im Plus mit -1,3% in diesem Jahr, während sowohl der DAX noch mehr als 10% im Minus ist und die US-Märkte, also insbesondere hier der S&P 500, bei aktuell, also das sind die Daten bis zum gestrigen Abend, bei -4% hier liegt. Und wenn man das dann mal über einen längeren Zeitraum anschaut, also hier von 2015 bis Ende 2021, der Performance-Vergleich von Investui im Vergleich zum DAX Future und im Vergleich zum S&P 500, da sieht man auch hier, dass hier eine wesentliche Outperformance einfach herrscht, letztendlich über diesen Zeitraum von 6 Jahren, während es hier im DAX die geringste Performance gab und im S&P 500, der liegt so etwas in der Mitte. Und dann hier unten noch der Vergleich vom Investui-Service im Vergleich zum Gold. Das heißt, wenn man einfach Buy and Hold letztendlich in Gold investiert hätte, sieht man auch, dann wäre man im Gold in den letzten 6 Jahren bei einer Rendite hier von etwas mehr als, ja, das sind um die 60%. Während über diesen langen Zeitraum, wenn man immer dieses, also wenn man mit 25.000 gestartet wäre, mit diesem moderaten Risiko beim Investui-Service, wäre man über diesen Zeitraum dann schon kumuliert hierbei ca. 250% Rendite. Dann noch ein Vergleich, wie schlägt sich Investui gegenüber einigen bekannten Investmentfonds? Da haben wir uns auch mal im Detail hier die Performance angeschaut, jeweils vom Jahr 2020 und vom Jahr 2021. 2021 ist dann jeweils dieser orangefarbene Balken. Und die Performance von 2020, da wird hier auch die Nettorendite ausgewiesen vom Investui-Service, hier in blauer Farbe dann entsprechend der Balken. Also da sieht man einfach, dass Investui eine deutlich höhere Nettorendite liefert als diese Fonds und das Ganze natürlich auch noch zu signifikant niedrigeren Kosten, weil viele Kosten, die man einfach kennt, sowohl aus dem Fondsbereich als auch aus dem Vermögensverwaltungsbereich, die gibt es bei uns nicht. Also es gibt keine Managementgebühren, es gibt keinen Ausgabeausschlag, es gibt keine Performancegebühren. All diese Kosten, die letztendlich die Rendite schmälern, die gibt es bei uns bei diesem Investui-Service nicht, sondern man hat wirklich nur sehr, sehr geringe und transparente Kosten. Wie kann man das Ganze umsetzen? Wir bieten jetzt auch seit 2021 ein Verwaltungsmandat an. Das heißt, man kann uns quasi mit unserer Vermögensverwaltung beauftragen und dann setzen wir alles vollautomatisch um. Und wir haben noch ein Selbsthandelskonto, wo man dann quasi per E-Mail alarmiert wird, wenn es solch einen Markteffekt auftritt. Und dann kann man mit einem Klick in der E-Mail das Ganze dann auch in eine echte Position umwandeln. Und die wird dann auch wieder automatisch von uns geschlossen zum gegebenen Zeitpunkt, der von der Strategie ja immer vorgegeben ist. Das sind jetzt wirklich die Nettorenditen, die wir hatten, also im Jahr 2020 bei +33,1%, jeweils die Basis immer im Futures-Konto mit 25.000 oder das Äquivalent dann auch in einem CFD-Konto. 2021 lag die Nettorendite bei +17,5% und das hier war jetzt bis zum März lang, war hier bei +7,5%. Jetzt gab es nochmal den ein oder anderen negativen Trade, also eben hatte ich die aktuelle Zahl, ist jetzt mit 1,3% aktuell im Plus. Auch in diesen, sage ich mal, volatilen und schwierigen Zeiten zeigt sich hier eine deutliche Outperformance dann auch zu den einzelnen Märkten.
hier das nochmal aufgeschlüsselt, selbstverwaltetes Konto, wo man einfach diesen E-Mail-Alarm bekommt und dann mit einem Klick in der E-Mail kann man das Ganze in eine Position umwandeln. Im Schnitt kommt man hier auf 2,5 Klicks die Woche. Das heißt, diesen Friday Gold Rush auf der einen Seite und auch diesen Pound Shorter hat man jede Woche. Der Turnaround Tuesday, der tritt halt nicht jede Woche auf, sondern im Schnitt tritt der 20 Mal im Jahr auf. Und dann hat man immer noch einmal im Monat diesen Monatsende-Effekt. Das heißt, das ist auch von den Kosten her, ist das nicht zu viel. Da werden nicht zig Trades pro Tag oder Ähnliches getätigt, sondern dann wirklich nur im Schnitt diese 2,5 Transaktionen pro Woche. Dann kann man das natürlich mit dem verwalteten Konto auch sehr, sehr einfach umsetzen, weil viele Kunden haben sich auch bei uns gemeldet, ja, dann sind sie doch unterwegs, haben nicht Zeit, in die E-Mails zu schauen und das Ganze auch mit einem Klick zu bestätigen. Von daher war die Nachfrage auch sehr, sehr groß nach diesem verwalteten Konto und das haben wir dann auch mittlerweile umgesetzt seit mehr als einem Jahr, dass man einfach das Ganze quasi vollautomatisch umsetzen kann. Man beauftragt uns mit diesem Verwaltungsmandat, man wählt eine Risikokategorie aus, also da bieten wir drei Risikokategorien an, einen defensiven, einen moderaten und einen aggressiven Ansatz. Da können wir gleich auch nochmal drauf schauen. Das kann man sich im Simulator vorher sehr schön auf unserer Webseite anschaulich anschauen. Und auch für dieses Verwaltungsmandat gibt es keine Zusatzkosten und das ist auch sehr schön. Also da gibt es keine zusätzlichen Verwaltungskosten oder einen zusätzlichen Aufschlag oder Ähnliches, sondern Sie haben immer die exakt gleichen Kosten, ob Sie hier ein selbstverwaltetes Konto oder ein verwaltetes Konto letztendlich nutzen wollen. Ja, was sind die Vorteile des verwalteten Kontos? Die Entscheidung wird Ihnen letztendlich abgenommen, weil wenn Sie selbst klicken, dann haben Sie natürlich immer noch einen gewissen Zeitraum, in dem Sie dann klicken können. Also beim Friday Gold Rush zum Beispiel hätten Sie dann von Donnerstag 16 Uhr bis 21.45 Uhr Zeit, die Position auch abzusetzen. Das heißt, man hat noch so einen gewissen Einfluss selber darauf. Aber das führt natürlich auch dazu, dass ein Stück weit mehr Stress und Emotionen mit im Spiel sind. Da versucht man immer so noch den besseren Einstieg letztendlich herauszufinden. Und das nehmen wir Ihnen quasi ab mit dem verwalteten Konto. Und man verpasst natürlich auch keine Trades, wenn man vielleicht mal krank ist oder im Urlaub und prüft dann nicht regelmäßig seine E-Mails. Dann verpasst man vielleicht den einen oder anderen guten Trade und dann ist es umso schwieriger vielleicht oder wenn man dann nochmal mit Verlusttrades startet, dann hat man vielleicht schon, verliert man ein bisschen wieder das Interesse, lässt dann wieder ein paar gute Trades aus und ja, das ist dann häufig schwieriger, wenn die Emotionen dann wieder stärker mit hier reinspielen. Das hat der Raimund ja auch ganz schön erklärt, zum Beispiel heute Vormittag. Und wir handeln dann natürlich auch immer die gleichen Positionsgrößen. Wenn man selber klickt, hat man jedes Mal die Wahl, welche Größe man handelt. Da stehen immer drei Positionsgrößen zur Auswahl. Und bei dem verwalteten Mandat wird dann immer die gleiche Positionsgröße gehandelt, die letztendlich zu der gewählten Risikokategorie dann auch passt. Hier kam auch schon die Frage, ab wie viel Euro kann ich da investieren? Also bei dem Verwaltungsmandat würde es ab 10.000 Euro losgehen. Bei dem selbstverwalteten Konto kann man schon mit 5.000 Euro starten. Hier auch nochmal die Nettorendite aufgeschlüsselt über die letzten Jahre, um einfach auch mal aufzuzeigen, das Ganze ist durchaus auch ein volatiles Produkt. Das heißt, man sieht hier gerade im Jahr 2020, als wir auch diesen Corona-Crash hatten, hatten wir ja auch durchaus in diesem Futures-Musterportfolio mit einem moderaten Risiko einen Drawdown von etwas mehr als -30%. Aber hier sieht man, im Verlauf des Jahres wurde der wieder legalisiert und man stand am Ende des Jahres bei diesem +33%. Also da darf man sich auch nicht täuschen lassen, also dass es durchaus ein Risiko gibt. Auch im letzten Jahr, 2021, sieht man hier einen Rücksetzer bis auf -20%. Und am Ende standen dann diese +17,5% hier zu Buche. Solch einen größeren Drawdown hatten wir in diesem Jahr nicht, trotz der Ukraine-Krise, muss man sagen. Wir sind sehr, sehr gut gestartet ins Jahr und dann kam hier quasi diese Ukraine-Krise ins Spiel, mit dem Risiko, dass hier auch wir den ein oder anderen negativen Trade hatten. Aber wir haben uns den ganzen Zeitraum hier über im positiven Bereich entsprechend bewegt. Und da hoffen wir natürlich, dass hier auch ähnlich wie in den letzten Jahren, wo ja gerade auch der April und der Mai sehr, sehr stark waren, dass hier auch jetzt wieder entsprechend die positiven Resultate in den nächsten
Trades und auch in den nächsten Wochen dann hier folgen werden. Noch kurz auf die Gebühren, weil das ist auch eine typische Frage, die jetzt immer hier kommt. Wie viel kostet das Ganze? Die Setup-Gebühr ist vorläufig weiterhin gestrichen. Entschuldigung, es gibt sehr, sehr niedrige Ordergebühren. Das heißt, man zahlt quasi 4,99 beim Einstieg und 4,99 beim Ausstieg. Im CFD-Bereich ist das immer pro Orderausführung, im Futures-Bereich dann letztendlich pro Kontrakt. Und dann gibt es noch eine weitere Gebühr, die auftritt, und die wird nur am Ende des Jahres berechnet. Und nur wenn Sie auch einen Nettogewinn nach Kosten, nach allen Kosten generiert haben, dann schauen wir uns an, wie viele profitable Strategien hatten wir im letzten Jahr. Und das heißt, bei diesen vier Strategien hätten wir maximal vier profitable Strategien dann auch. Und dann werden quasi als Alarmgebühr diese 2% pro profitabler Strategie auf den Gewinn nach Kosten entsprechend vom Konto abgebucht. Ansonsten gibt es keine Gebühren, all diese Einstiegs-, Ausstiegsgebühren, Verwaltungsgebühren, Ausgabeausschlag, Managementgebühren, all das haben wir entsprechend nicht. Und es gibt auch keine Abonnements hier. Wir handeln ja die Futures an der Börse, aber hier braucht man nicht irgendwelche Marktdatengebühren, Zugangsgebühren oder Ähnliches hier zu zahlen. Man bekommt jeden Tag kostenlose Kontoauszüge und man bekommt noch so mal quasi einen Equity-Verlaufschart jeden Tag. Das heißt, man ist auch jederzeit letztendlich informiert, wo das persönliche Konto dann auch steht. Also das ist wesentlich transparenter, als man es vielleicht auch von Fonds kennt, wo man dann vielleicht einmal im Quartal informiert wird, aber man weiß letztendlich gar nicht, was wurde da überhaupt gehandelt an Einzelpositionen. Hier kennt man wirklich jede einzelne Position, jeden Einstiegs- und Ausstiegspreis bekommt man dann auch im Kontoauszug hier auch ausgewiesen. Ja, wenn Sie mehr wissen wollen, probieren Sie gerne die Demo aus oder kommen Sie in unser monatliches Webinar. Die Kollegin Iris Hein macht da immer einmal im Monat auch ein sehr interessantes Webinar mit Updates zu unserem Service, zur Performance und dann auch noch mit weiteren Details zu den einzelnen Strategien. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir noch kurz auf die Webseite. Da können wir uns noch ein, zwei Sachen anschauen. Also gerne mal reinschauen, investui.de. Da haben wir zum einen die Musterdepots. Da wird dann wirklich immer, wir haben Musterdepots, die jetzt schon über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren laufen. Also da sieht man jeden einzelnen Trade nach Kosten ausgewiesen hier über den langen Zeitraum. Da sieht man, da stehen wir mittlerweile im Futures Depot bei plus 51%. In dem CFD-Konto, da sind wir mit 10.000 gestartet, bleibt plus 24%. Und dann haben wir auch nochmal neue Echtgeldmusterdepots, die Anfang diesen Jahres gestartet sind. Und da wird auch hier immer die Performance und alle einzelnen Trades auf unserer Webseite jeweils ausgewiesen. Dann hier unter den Positionen sieht man immer die aktuelle offene Position ausgewiesen. Hier sieht man diese Friday Gold Rush, das heißt, die Goldposition wurde gestern um 16 Uhr eröffnet, hier im Gold- bzw. Mikro-Gold-Future bei $1,935. Da sieht man, bisher hat sich nicht allzu viel getan. Die war hier minimal im Plus gestern Abend, die war heute in der Nacht auch mal leicht im Minus. Aktuell ist sie mehr oder weniger bei Plus, Minus, Null. Also da hat sich noch nicht allzu viel getan heute im Gold. Und die Position wird dann noch gehalten bis heute Abend um 21 Uhr und dann entsprechend glattgestellt. Hier in diesem Kalender sieht man auch immer, wann die Alarme kommen. Zum Beispiel nächsten Freitag, weil es dann ein Feiertag ist, auch in den USA, da wird Gold nicht gehandelt. Entsprechend ansonsten zum Beispiel an jedem Freitag die Goldposition, an jedem Dienstag hier der Pound Shorter und dann montags, nur wenn es ein Signal gibt, auch entsprechend den Turnaround Tuesday. Und dann noch eine ganz spannende Sache, hier der Simulator. Da kann ich wirklich jedem empfehlen, da einmal zu stöbern. Da kann man dann zum Beispiel einfach mal auswählen, möchte ich das Ganze lieber mit Futures oder mit CFDs umsetzen. Man gibt die gewünschte Investitionsgröße ein. Und dann sieht man auch, welche Risikokategorien gibt es hier, zum Beispiel das defensive, moderate oder aggressive Risiko. Welche Positionsgrößen werden dann entsprechend auch gehandelt und wie hätte sich dann entsprechend wie wäre die Rendite gewesen, wie hätte sich der Investitionswert seit 2009 entwickelt, was wäre da auch der maximale Drawdown gewesen und den sollte man sich immer besonders genau anschauen,
Weil da sieht man schon, also wir empfehlen auch eigentlich keinem Kunden, hier mit aggressivem Risiko zu starten. Weil wenn man dann startet mit 25.000 und das hier war wirklich dieser Corona-Rücksetzer, der dann wirklich schon einen Großteil des Kapitals hier letztendlich egalisiert hätte. Von daher, was wir dann auch empfehlen, ist eher der defensive oder der moderate Ansatz. Also daher handeln wir diese Live-Konten auch unsere Musterportfolios mit dem moderaten Risiko. Also insbesondere diesen Drawdown sollte man sich immer anschauen. Da sieht man auch hier diese Rücksetzer, insbesondere hier 2020 sieht man das. Oder auch hier mal den Rücksetzer, den wir Anfang 2021 hatten. Und jetzt aktuell der Rücksetzer hier nach dieser Ukraine-Krise war nicht ganz so groß. Und dann sieht man das hier unten auch nochmal nach Risikokategorie aufgeschlüsselt pro Jahr. Und da sieht man entsprechend auch hier sogar der defensive Ansatz wäre, weil ich hatte gesagt, 2013 war das einzig negative Jahr, stimmt hier zum Beispiel auch je nach Positionsgröße und Risikokategorie nur bedingt, weil wirklich nur mit einem aggressiven Ansatz und einem moderaten wäre man hier leicht im Minus gewesen. Wenn Kunden, die einen defensiven Ansatz gewählt hätten, die wären hier auch im Jahr 2013 noch mit einem Plus von 13% hier rausgegangen. Also das kann man sich ja immer für die persönliche Investitionsgröße dann auch anschauen. Wer es etwas kleiner handeln möchte, dann sind eher die CFDs vielleicht zu empfehlen mit 10.000 Euro hier, weil man die CFDs einfach auch noch kleiner stückeln kann als die Futures, weil im Futures-Bereich handelt man ja standardisierte Kontrakte direkt an der Börse und die sind dann im Zweifel auch etwas größer, als man das Ganze auch mit CFDs dann auch hier runterbrechen kann. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Vielleicht, Stefan, haben wir schon die ein oder andere Frage dazu? Ja, haben wir. Und zwar, die erste Frage wäre, bedeutet Montag nicht kaufen, dass Montag auch ein guter Verkaufstag ist? Also damit ist wahrscheinlich gemeint, auf eine Short-Position zu setzen. Auf Short, ja genau. Ja, also warum nicht? Also da, ich habe mir das jetzt nicht im Detail angeschaut, aber Montag ist der schwächste Tag. Von daher kann es durchaus Sinn machen, dann auch montags eine Short-Position zu eröffnen und die dann am Montagnachmittag klarzustellen. Also dass, wenn man sich lieber Short positioniert, ist dafür auf jeden Fall der Montag dann auch der beste Tag der Woche in der Regel. Mhm. Also damit zielen wir jetzt hier mit dem Investor-Service nicht ab. Aber wenn jemand da auf einer Suche nach einer persönlichen Strategie ist, warum nicht? Also da muss man das vielleicht noch näher dann aufschlüsseln, welche Uhrzeit da am besten geeignet ist, ob man vielleicht sogar schon übers Wochenende short geht, dass man die Position schon freitags eröffnet und dann montags glattstellt. Aber das aufgrund dieser Daten kann das durchaus Sinn machen, aber das müsste man dann vielleicht noch, da müsste man noch etwas tiefer dann reinschauen. Das könnte man zum Beispiel super mit dem Nanotrader backtesten, indem du einfach die verschiedenen Zeiten mal durchtestest und einfach mal siehst, ob das was bringt. Und wir haben eben gelernt, Short, bitte Short. Also Short heißt auch von der Zeit Short sein. Das hatte der Rinni so schön auf den Punkt gebracht, weil er es echt toll ausgewertet hat, dass langfristige Short-Positionen eigentlich gar nichts bringen. Also man muss da wirklich auch sehr kurzfristig unterwegs sein. Ja, und das sieht man ja sehr häufig, dass die Märkte auch schneller, also sie steigen häufig sehr, sehr langsam, aber sie fallen dann sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn man Short ist, kann man sehr, sehr schnell Gewinne mitnehmen, aber man darf das natürlich auch nicht zu lange halten, weil sehr, sehr schnell erholen sich die Märkte dann auch wieder nach diesen kurzfristigen Schocks oder Panik in den Märkten. Von daher gebe ich dem Ganzen auf jeden Fall recht. Also man muss auch gerade diese V-Formation, wie sie ja so schön heißt, wo es also einmal richtig stark fällt und dann geht es wieder sehr stark in die andere Richtung. Das ist ein Phänomen, was jetzt verstärkt aufgetreten ist in den letzten Jahren. Ja? Also da muss man wirklich aufpassen, dass man, da sollte man wirklich mit dem Stop dann Trading-Stop-mäßig oder so rangehen. Macht auf jeden Fall Sinn, ja. Dann apropos Trailing Stop, das passt jetzt gerade. Wilhelm fragt, warum lässt ihr Positionen, die wesentlich im Plus sind, immer wieder ins Minus laufen? Das sind keine vertrauensbildende Maßnahmen. Entweder ihr setzt Trailing Stops oder ihr gebt dem Kunden die Möglichkeit, selber die Position glattzustellen, wenn er das möchte. Die Möglichkeit geben wir natürlich dem Kunden und manche Kunden nutzen das natürlich, gerade wenn es solche Panik an den Märkten gibt. Das heißt, jeder Kunde kann jederzeit bei uns anrufen und wir schließen die Position. Das haben gerade auch während der Corona-Krise oder auch während der Ukraine-Krise durchaus Kunden genutzt. Das ist immer möglich. Aber dann, wir haben uns das natürlich alles sehr, sehr genau angeschaut. Wie sieht es aus mit Trailing Stops? Wie sieht es aus, wenn ich den Gewinn mitnehme, wenn ich 1% im Gewinn bin, wenn ich 2%
im Gewinn bin. Was macht es Sinn, mit einem fixen Stop zu arbeiten von 1%, 2%, was auch immer. Das haben wir alles ausgiebig über Wochen und Monate gebacktestet und ausprobiert. Wir hatten da auch mal im letzten Jahr ein längeres Webinar. Also wer sich dazu interessiert, einfach mal auf unserem YouTube-Kanal Investui vorbeischauen. Da gibt es auch, gerade wenn es um den Turnaround Tuesday geht, von mir wirklich, da habe ich das Ganze in einem 3-Stunden-Webinar mit dem Dr. Raimund Strieg erörtert. Da haben wir uns wirklich alle Konstellationen und Möglichkeiten angeschaut und es zeigt sich einfach über einen langen Zeitraum, egal welche Kombination man hier wählt, egal welchen Trading-Stop man wählt, egal welchen fixen Stop man wählt, es führt immer zu einer wesentlich schlechteren Rendite, als wenn man einfach diese fixen Einstiege und fixen Ausstiege nutzt, weil es sind ja für uns, also wir sagen ja eigentlich nicht, wir arbeiten ohne Stops, sondern es sind einfach zeitbasierte Stops. Viele Privatanleger können mit diesen zeitbasierten Stops vielleicht nichts anfangen, weil wir wissen ja immer vorab, wann wird die Position geschlossen, zu welchem Zeitpunkt. Und wenn man einfach mal auch ein bisschen in den professionellen Bereich schaut, wie machen das Institutionen, wie machen das Fonds? Kein institutioneller Anleger, kein Fonds arbeitet mit einem fixen Stop oder sowas oder mit einem Trailing Stop. Das gibt es gar nicht. Was es im professionellen Bereich gibt, das ist zum Beispiel dieses quartalsweise oder monatliche Rebalancing, dass man, dass einfach Positionen zum Monatsende ausgetauscht werden letztendlich. Aber da ist es nie so, dass in irgendeiner Form ein institutioneller Anleger mit einem 2% Stop arbeitet. Das kennt man in diesem Bereich gar nicht. Von daher, das ist eher so im privaten Trading-Bereich, wer eher aus dieser Trading-Branche kommt, da ist auch eher dieser Stop natürlich zu empfehlen, aus Kapitalschutzgründen, aber hier mit dem Investui-Service, mit diesen Markteffekten befinden wir uns dann eher im Investmentbereich und im Investmentbereich kann es durchaus Sinn machen, nicht mit fixen Stops oder auch mit Trading-Stops zu arbeiten, weil eigentlich alle diese wissenschaftlichen Studien, auf die wir uns berufen, wenn man sich die mal genauer anschaut, die haben wir auch alle auf unserer Webseite verlinkt, da wird nie von irgendeinem Stop gesprochen oder einem Trading-Stop. Da wird immer quasi von diesem Ansatz gesprochen, die Position wird eröffnet und dann geschlossen, aber nicht, wie würde sich das Ganze mit Stops verhalten. Also das findet man in keiner dieser akademischen Studien wieder. Ja, die Erfahrung habe ich auch mal gemacht. Ich habe mich auch mal so auf so einen Vortrag vorbereitet und den Monatsende-Effekt mal durchgetestet mit verschiedenen Stops und bin dann auch zu dem Schluss gekommen, Stop ist hier völlig fehl am Platze, weil das so viel schlechter wird von der Performance. Ja. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Man muss das mal mit eigenen Augen gesehen haben, dass es wirklich besser ist, das einfach laufen zu lassen. Und wie du ja sagst, man ist ja dann weniger Zeit im Markt und hat ja damit einen Zeitbasis. Und auch mit den Gewinnzielen. Also viele sagen, ja, okay, das würde mir ausreichen hier, wenn die Position 1 oder 2% im Gewinn macht. Aber es zeigt sich einfach, dass man auch viele Outlier nach oben hat, dass man einfach einen wesentlich größeren Gewinn realisieren kann. Der liegt dann auch mal vielleicht bei 5% oder so. Und dann hätte man die Position vielleicht schon mit 1% Gewinn geschlossen, weil es einem ausreicht, aber dann verpasst man einfach auch einen großen Teil an möglichen Gewinnen. Und vielleicht kann ich auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil was wir festgestellt haben, ist, dass die Kunden, die uns das Mandat erteilen, wesentlich profitabler sind als die, die selber klicken. Das ist wirklich frappierend. Also die Tendenz geht ganz klar zum Verwaltungsmandat und wir haben uns das ja auch in den letzten Jahren, viele Kunden, die dann immer mehr eingreifen, die wirklich jede Woche anrufen, ich möchte die Position jetzt schon vorab stellen, weil sie meinen, sie wüssten es besser, die haben am Ende des Jahres einfach eine schlechtere Rendite als als unsere Musterdepots, wo wir einfach strikt nach Vorgaben handeln und die Kunden, die es mit dem Verwaltungsmandat umsetzen, die hatten auch im letzten Jahr alle eine bessere Performance als die entsprechend hier selber eingegriffen haben. Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Okay, super. Habt ihr auch noch andere kalendarische Muster angeschaut, wird hier noch gefragt. Wir haben uns natürlich auch andere Muster angeschaut, aber das sind die vier, die für uns auch am meisten Sinn gemacht haben letztendlich. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass irgendwann vielleicht sogar noch eine fünfte Strategie hinzukommt oder dass wir wirklich mal über einen langen Zeitraum eine sehr, sehr schlecht performt hat. Also wir tauschen natürlich keine Strategie aus, wenn die jetzt mal ein paar Verlusttrades in Folge hatte. Das gehört einfach mit dazu. Aber wir haben das Ganze natürlich im Blick und wir haben auch andere Strategien, die wir uns immer mal wieder anschauen im Backtest. Aber das hier sind die, auf die wir uns letztendlich jetzt fokussieren. Aber es kann durchaus sein, dass vielleicht irgendwann dann mal eine Strategie ausgetauscht wird oder eine weitere hinzukommt. Aber das ist schon was wir sehr, sehr langfristig immer dann auch betrachten. Okay, super. Dann die letzte Frage. Für Aktien gibt es das nicht. Es gibt es nur für CFD und Futures.
ja, aktuell setzen wir es quasi in Indizes, in Rohstoffen um und nicht mit Aktien. Das wäre nochmal ein anderer Ansatz, also ist aktuell jetzt hier nicht geplant mit diesem Investory-Service. Ja, perfekt. Roland, vielen, vielen Dank für diesen tollen Input und auch für die ausführlichen Erklärungen, die wir hier heute bekommen haben zum Investui-Service. Und es ist ja eigentlich nichts weiter, als dass hier Saisonalitäten professionell umgesetzt werden. Eigentlich zu einem unschlagbaren Preis, muss man sagen. Denn wir haben ja gesehen, die Renditen sind alle nach Kosten. Ja, also insofern, die beeinflussen das Ergebnis so gut wie gar nicht. Und das ist auch das Tolle an diesem ganzen Produkt. Also, vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne.